أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Segen und Frieden gebühren seinem Propheten Muhammad. Meine lieben Geschwister, wir wollen inshallah unseren Vortrag vom letzten Mal fortsetzen, indem wir darüber gesprochen haben, welche politische Manöver der Gesandte a.s.w. getätigt hat und was für eine politische Führung er innehatte. Und welche Schachzüge er letztendlich gesetzt hat, um dem Islam zum Sieg zu verhelfen. Und dass das nicht einfach spontane Aktionen waren, sondern der Prophet s.a.w. bestimmte Aktionen tief durchdacht hat, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala ihm Wahi gegeben hat und ihn offenbart hat und sogar zu diesen Sachen hingeführt hat. Und das Beispiel, was wir hier weiterhin fortsetzen wollen, um das aufzuzeigen, welch politischer Führer der Gesandte a.s.w. war, ist genau dieses. Es ist ein Beispiel, wozu Allah den Propheten geführt hat. Es ist nämlich der Vertrag von Hudaybiyah. Vertrag von Hudaybiyah ist eines der wichtigsten Ereignisse für die islamische Geschichte überhaupt. Und man muss sich vorstellen, der Vertrag von Hudaybiyah hat etwa im 6. Jahr der Hijra stattgefunden. Und innerhalb diesen 6 Jahren gab es jetzt schon ziemlich starke Auseinandersetzungen und Kriege zwischen den Quraysh und den Medinensern. Badr hat stattgefunden, Uhud, der Krieg hat stattgefunden, die Grabenschlacht hat stattgefunden, Medina wäre beinahe vernichtet worden und so weiter und so weiter. Also es gab erbitterten Kampf und erbitterten Krieg. Der Prophet ﷺ hatte einen Traum, in dem ihn Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, Umrah zu machen. Und nun hat der Prophet ﷺ gesagt, wir gehen jetzt Umrah machen. In der Kriegssituation sagt er zu den Sahaba, kommt, wir machen jetzt Umrah und zwar leicht bewaffnet, nur mit dem Schwert in ihrer Scheide, leicht bewaffnet. Und dann sind sie friedlich losgezogen, ohne Ärger machen zu wollen, ohne kriegerischen Absichten. Und die Quraysh haben das mitbekommen und sie wollten das natürlich nicht. Quraysh wollten nicht, dass die Muslime auch nur einen Fuß in Mekka setzen. Erstens einfach aus ihrem Hass heraus, dass sie nicht wollten, dass sie ihr Land betreten. Zweitens natürlich auch aus Hintergründen, dass sie eventuell einmarschieren und dann ihre Waffen ziehen und das Land sozusagen einnehmen. Ja. Und dann haben die Quraysh Abgesandte geschickt, die versucht haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam immer wieder davon fernzuhalten, nicht reinzukommen und so weiter und so weiter. Und es fingen Vertragsverhandlungen an. Es begannen die Vertragsverhandlungen. Und letztendlich, als ein Abgesandter es endlich geschafft hat, haben der Prophet sallallahu alaihi wasallam und ein Abgesandter der Quraysh einen Vertrag geschlossen. Und das ist der Vertrag von Hudaybiyah. Hudaybiyah ist die Ortschaft. So, und dieser Vertrag, der geschlossen wurde, hat insgesamt 5 Punkte etwa beinhaltet. Erstens Frieden. Frieden. Kriegerische Auseinandersetzung wird erst einmal auf Eis gelegt. Zweitens, jeder aus Quraysh, der abgehauen ist, der sozusagen von seinem Schutzherrn weggelaufen ist zu den Muslimen, der Prophet ﷺ darf sie nicht aufnehmen. Das war ebenso eine Bedingung. Das heißt, jeden Flüchtling aus Quraysh darf der Prophet ﷺ nicht aufnehmen. Auch wenn er konvertiert, auch wenn er Muslim wird, der Prophet ﷺ darf ihn nicht aufnehmen. Dritte Bedingung war, die Quraysh dürfen das aber schon. Das heißt, wenn jemand von den Muslimen die Seite wechselt, die Quraysh dürfen ihn aufnehmen. Das heißt, hier ist ein Nachteil in diesem Vertrag. Scheinbar. Viertens, jedem Stamm steht es frei, sich einen der beiden Parteien anzuschließen, ein Bündnis einzugehen. Und fünftens, dieses Jahr wird keine Umrah gemacht, nächstes Jahr dürfen sie kommen, 3 Nächte verweilen und danach sollen sie zügig rausgehen und sie dürfen nur das Schwert in ihrer Scheide dabei haben. Und dann, dieser Vertrag soll 10 Jahre gehen, nicht länger. Nach 10 Jahren ist er sozusagen beendet. Also Frieden auf 10 Jahren. Das sind die Punkte. Einmal kurz diesen Vertrag zu lesen. Also man hat dann geschrieben, dies ist das Friedensabkommen, auf das sich Muhammad ibn Abdullah a.s.w. mit Suhail ibn Amr geeinigt hat. Sie sind übereingekommen, 10 Jahre auf den Krieg zu verzichten. In dieser Zeit sollen sich die Menschen sicher fühlen und voneinander fernhalten. Muhammad verpflichtet sich, jeden an die Quraysh auszuliefern, der sich ohne die Erlaubnis seines Schutzherren zu ihm begibt, während die Quraysh ihrerseits nicht verpflichtet sind, Überläufer von Muhammad s.a.w. zurückzuschicken. Es soll keine Feindschaft, keinen heimlichen Diebstahl und keinen Betrug zwischen uns geben. Es steht jedem frei,
sich für ein Bündnis mit Muhammad oder den Quraysh zu entscheiden. Und das ist der Vertrag gewesen. Nun, viele Sahaba, meine lieben Geschwister, viele Sahaba haben sich über diesen Vertrag aufgeregt. Sahaba haben sich über diesen Vertrag aufgeregt, weil sie diesen Vertrag als ein Zugeständnis gesehen haben, seitens der Muslime. Und das wollten sie nicht. Sie haben diesen Vertrag teilweise als einen Kompromiss gesehen, gegen die Feinde Allahs. Umar radiallahu anhu war derjenige, der sich getraut hat, das beim Propheten anzusprechen. Das war bei vielen Sahaba so. Viele Sahaba haben gedacht, warum machen wir das? Wieso kämpfen wir nicht gegen sie? Viele Sahaba haben den Sinn dieses Vertrages nicht verstanden. Und das hat Abu Bakr radiallahu anhu sogar einmal in einer Überlieferung ausgedrückt, indem er sagte, viele haben Hudaybiyah nicht verstanden. Die meisten sind nicht weitsichtig, sagt er. Es gibt eine ganz interessante Überlieferung, wo Omar eben diese Beschwerde an den Propheten aus dem Kund tut. Er ging zum Propheten aus und fragte ihn, bist du nicht der Gesandte Allahs? Er sagte, ja. Sind wir nicht Muslime? Der Prophet aus dem sagte, ja. Sind sie nicht Ungläubige? Der Prophet aus dem sagte, ja. Aber weshalb müssen wir uns dann durch diesen Vertrag mit den Kuffar unseren Glauben so erniedrigen, herabsetzen, sagt Omar. Ja. Und dann sagte der Prophet aus dem zu ihnen, ich bin der Diener und Prophet Allahs. Niemals werde ich seinem Auftrag zuwiderhandeln. Und niemals wird er mich zu Schaden kommen lassen. Was hier der Prophet sagt ist, ja Omar, das ist nicht meine Entscheidung. Das ist Wahi. Das ist die Offenbarung Allahs. Es ist ein Befehl für mich, diesen Vertrag einzugehen. Es ist eigentlich gar kein politisches Manöver von dem Propheten. Es ist ein Plan Allahs hier. Allah hat dem Propheten den Traum gegeben, Umrah zu machen, und er hat ihm den Befehl gegeben, diesen Vertrag zu schließen. Omar natürlich hat das akzeptiert. Später hat er das auch bereut, sein Verhalten, und hat nicht aufgehört zu spenden aus Furcht davor, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür zur Rechenschaft zieht. Aber die Sahaba dachten, dieser Vertrag ist ein Verlust, dieser Vertrag ist ein Kompromiss. Das war das, was sie dachten. So, meine lieben Geschwister, jetzt betrachten wir uns einmal, welche politischen Vorteile dieser Vertrag hatte. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit eben bestätigt. Aber das haben die Sahaba da noch nicht verstanden gehabt. Übrigens nicht alle. Abu Bakr, der hat hier mit seiner politischen Weitsicht in keinster Weise auch nur ansatzweise diesen Vertrag auch angezweifelt, dass das die richtige Entscheidung ist. Radiallahu anhum ajma'in. Also das darf man hier nicht als Kritik an die Sahaba auffassen. Niemals. Dieser Vertrag hatte 4 bis 5 politische Vorteile für die Muslime. Erstens, meine lieben Geschwister, Medina wurde als Staat von den Mekkanern anerkannt. Durch diesen Vertrag wurde der Staat anerkannt. Vorher war die Situation so, man muss sich das so vorstellen, zwischen Mekka und Medina gab es einen erbitterten Krieg. Mekka ist die Elite der Araber gewesen. Alle arabischen Stämme um die arabische Halbinsel waren Zuschauer. Die haben geguckt, wie entwickelt sich das Ganze. Sie haben sich auf keine Seite geschlagen, weil sie nicht wussten, wer siegreich von diesem Krieg ausgeht. Und sie hatten Angst, sich auf die Seite des Propheten zu schließen. Weil Mekka diesen Staat nicht anerkannt hatte, indem sie diesen Vertrag geschlossen haben, haben sie Muhammad als Vertragspartner akzeptiert, als Führer akzeptiert. Und dadurch war es den Stämmen möglich, sich auch dann, und das ist der zweite Vorteil, sich auch dann mit dem Propheten zu verbünden. Denn das wurde hier in dem Vertrag gesagt. Wer sich mit dem Propheten a.s. verbündet, der wird in Ruhe gelassen. Es steht jedem frei. Das heißt, der Prophet a.s. konnte sich nun ein bisschen von den Mekkanern 10 Jahre lang, sie haben es sowieso nicht eingehalten, aber eine Zeit lang, sie beiseite legen und sich auf andere arabische Stämme konzentrieren und ihr Bündnis in Angriff nehmen. Ja? Gewaltiger Vorteil. Gewaltiger Vorteil. Der dritte Aspekt ist, Khaybar, so wie es auch abzusehen war, der jüdische Stamm außerhalb von Medina, hatte Verrat begangen gehabt an den Muslimen und sie waren verbündet gewesen eigentlich mit den Quraysh, beziehungsweise sie haben mit den Quraysh vorher in der Grabenschlacht einen Komplott gegen den Propheten s.a.w. getätigt. Was hat jetzt Muhammad s.a.w. gemacht hier? Er hat Khaybar isoliert von den politischen Beziehungen zu Quraysh. Quraysh war außen vor. Ab jetzt haben wir kein Problem mehr mit Quraysh 10 Jahre lang. Und jetzt war Khaybar dran zu zahlen. Wenige Wochen später stand der Prophet an den Toren von Khaybar und hat Khaybar eingenommen für das Verbrechen und den Verrat, den sie begangen haben. Und sie vertrieben aus Khaybar.
Das war möglich durch diesen Vertrag. Das war möglich, die Isolierung Khaybars war möglich durch den Vertrag von Hudaybiyah. Vierter Aspekt, meine lieben Geschwister, und jetzt kommt's. Die Verbreitung der Dauer. Der Prophet a.s. hat 13 Jahre lang Dauer gemacht in Mekka. 6 Jahre lang in Medina. 19 Jahre lang Dauer bis Hudaybiyah. Wie viele Muslime hatte er bis dahin? 1400. 1400, mehr nicht. 19 Jahre. Und in den 2 Jahren von Hudaybiyah, wo Frieden war, waren es am Ende mit 10.000 Mann sind sie in Mekka einmarschiert. Mit 10.000 Mann. Innerhalb von 2 Jahren hat er es geschafft, mehr Verbündete zu bekommen und sich mehr Leute zum Islam anzuschließen und auch militärisch. Stämme haben sich angeschlossen. Ja? Als innerhalb von 90 Jahren Dauer und kriegerische Auseinandersetzung zuvor. Das heißt, meine lieben Geschwister, das, was die Kriege nicht geschafft haben, das, was das Schwert nicht geschafft hat, hat ein einziger Vertrag geschafft. Ein einziger Vertrag. Deswegen auch hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vertrag als Fatih bezeichnet. Es gibt im Arabischen, meine lieben Geschwister, einen Unterschied zwischen Fatih und Nasr. Fatih ist die Eröffnung. Also das bedeutet, wenn man einen Schlüssel in eine verschlossene Tür öffnet, ja, eine Tür ist verschlossen, ein Raum ist verschlossen, man steckt den Schlüssel rein und öffnet es. Das sagt man im islamischen Kontext dazu, wenn ein Land kriegerisch, durch kriegerische Auseinandersetzung eröffnet wird. Das nennt man Fatih. Allah subhanahu wa ta'ala hat über Hudaybiyah die Surah Fatih offenbart. Und er sagte, wahrlich, wir haben dir einen offenkundigen Sieg beschert, einen offenkundigen Fatih, eine offenkundige Eröffnung. Und Abdullah ibn Mas'ud, was sagt er dazu? Er sagt, ihr denkt, dass die Eröffnung Mekkas ist. Ihr denkt, mit dieser Ayah ist Mekka gemeint, Futhul Mekka. Er sagt, wir glauben aber, dass die Eröffnung Hudaybiyahs war. Hudaybiyah war der Garant, dieser Vertrag war der Garant und der Vormarsch dafür, dass überhaupt Mekka eingenommen worden konnte. Und warum Allah ihn als Fatih bezeichnet hat, obwohl er eigentlich kein Fatih ist. Weil Fatih bedeutet ein Land, was sich dem Islam verschlossen hat, kriegerisch aufzuschließen. Das bedeutet Fatih. Aber Hudaybiyah war so bedeutend, dass Allah ihn als Fatih bezeichnet hat. Und nicht als Nasr, nicht als Sieg. Das ist eine falsche Übersetzung hier in dieser Koran-Übersetzung. Offenkundiger Sieg ist offenkundige Eröffnung. So müsste man das eher übersetzen. Das war Punkt Nummer 4. Und Punkt Nummer 5, der Prophet a.s., er konnte nun anfangen, seine Risalat zu schicken, seine Botschaften zu schicken. Kaum hat er Hudaybiyah geschlossen, hat er seine Abgesandten vorbereitet und an die einzelnen Könige gesandt. Ich glaube, es waren 8 oder 10 Botschaftsbriefe. An die Perser wurde ein Brief geschickt, an die Byzantiner wurde ein Brief geschickt, an die Kopten wurde ein Brief geschickt, an Nordafrika wurden die Botschaften geschickt, an den Najashi, an Abyssinien wurde ein Brief geschickt. Das heißt, der Prophet Sallallahu konnte sich nun, er konnte ein bisschen atmen von den inneren umliegenden Problemen, die er hatte und sich nun darum kümmern, die Botschaft über seine Grenzen in der arabischen Halbinsel hinaus zu verbreiten. Das war alles Hudaybiyah. Das war alles Hudaybiyah. Und das haben die Sahaba dann natürlich erst im Nachhinein erkannt. Sie dachten am Anfang, sie lassen sich erniedrigen durch diesen Vertrag. Aber Allahs Plan war ein anderer. Allahs Plan war ein anderer. Und man sieht, was für ein Planschmied Allah subhanahu wa ta'ala ist. Es war Allahs Plan. Von Anfang bis zum Ende hat das Allah geplant. Vom Traumgesicht des Propheten, dass er Umrah machen soll, bis zum Abschließen des Vertrages. Ein Plan von Allah subhanahu wa ta'ala. Weiterhin, meine lieben Geschwister, also ihr erkennt hier eventuell, welche große Bedeutung in den einzelnen politischen Manövern, also wir haben bisher eigentlich nur 2 Beispiele gegeben. Die ersten Schritte des Gesandten in Medina und Hudaybiyah, mehr nicht. Brüder, der Prophet a.s. hat eine offensive Dschihad-Politik betrieben. Inshallah, wir werden in den nächsten Vorträgen auch über Dschihad reden und über seine eigentliche Bedeutung im islamischen Kontext und dass Dschihad nicht Terror heißt oder so etwas. Sondern über die tiefe Bedeutung werden wir inshallah sprechen. Aber der Prophet a.s. hat 74 Operationen, 19 Kriegszüge, in denen er selber war, Ghazawat sagt man dazu, und 59 Sirayat,
Feldzüge, in denen er nicht anwesend war, in seiner Prophetenzeit abgeschickt. Innerhalb, nicht nur Prophetenzeit, entschuldigt, 10 Jahre Medina. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat 74 Operationen, Feldzüge innerhalb von 10 Jahren geführt. Zeigt mir einen Kommandanten, der das geleistet hat. Das heißt, pro Jahr 7 Feldzüge, über 7 Feldzüge. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam war mehr außerhalb Medina als innerhalb Medina. Und so einen Krieg zu führen, ist ja nicht eine einfache Sache. Und hier sei angemerkt, es ging um Wahrheit und Gerechtigkeit, nicht um Unterdrückung und Terror. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass sich der Islam mit dem Schwert verbreitet hat. Keineswegs. Wie gesagt, auf diese Themen werden wir inshallah noch näher eingehen. Aber so einen Krieg zu führen, ist doch keine einfache Geschichte. Das muss organisiert, geplant werden, finanziert werden und so weiter. 74 Operationen. Dagegen ist Alexander der Große ein kleiner Fischbrüder. So ist das. Also die Genialität und die politische Aggressivität, wenn man so will, des Propheten ist unübertroffen. Keinster Weise. Nicht umsonst haben es die Muslime geschafft, innerhalb von 20 Jahren ein Viertel der Welt fast zu beherrschen. Und warum hat Umar al-Khattab die goldene Zeit? Ein Viertel der Welt gehörte den Muslimen. Alles durch den besten politischen Führer. Umar ibn al-Khattab ist ein Schüler des besten politischen Führers. Nur so haben es die Muslime geschafft. Und im 8. Jahr der Hijra, meine lieben Geschwister, im 8. Jahr der Hijra, nach all diesen politischen Situationen, also der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat einen Krieg gegen Quraysh zu führen, gegen andere arabische Stämme und so weiter, Probleme hier und da, brennt es, hat er etwas gemacht, was sich zuvor keiner getraut hat. Er hat Byzanz den Krieg erklärt. Byzanz war die absolute Weltmacht. Absolute Weltmacht. Jeder Araber hat gezittert vor Byzanz. Medina war ein Fleck auf der Karte. Ein Fleck auf der Karte. Und der Prophet erklärt ihnen den Krieg und führt einen Krieg gegen sie. Welch politische Weitsicht des gesamten Alisats und aggressives Vorgehen. Furchtlosigkeit. Nicht nur das. Er hat ja auch die Botschaften an Persien geschickt. Wie wir eben gesagt haben. Der persische König war so hochmütig. Er hat seine Botschafter geschickt und hat gesagt, bringt die mir diesen Mohammed. Bringt mir mal diesen Mohammed hierher. Als ob das irgendjemand gewesen wäre, so hochmütig wie er war. Und was hat der Prophet zu diesen Botschaftern gesagt? Er sagte, richte ihm aus, richte deinem Kisra aus, der währenddessen gestorben war, dass mein Dien und meine Gesetzgebung die Grenzen Persiens erreichen wird. Was macht hier der Prophet? Er sagt hier, er führt hier einen Krieg mit den arabischen Stämmen, mit Byzanz, und dann sagt er, ey, wenn ihr wollt, kommt doch her, ihr werdet dann sehen, was ihr bekommt. Meine Gesetzgebung wird euer Land auch erreichen. Ihr seid auch bald dran. Und bewahrheitet hat es sich, als Umar ibn al-Khattab Persien eingenommen hat. Brüder, das ist nicht mehr im Rahmen des Vorstellbaren. Wenn wir das auf die heutige Zeit, übertragen würden, dann wäre das so, als würde Pakistan Amerika und Russland zugleich den Krieg erklären. Und nebenbei hat er noch Probleme mit Indien und führt noch Krieg mit Indien. So ist das. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat ohne Ausnahme, weil er wusste, was es bedeutet, diesen Dien zum Durchbruch zu verhelfen, politische Manöver angefahren, um letztendlich es zu schaffen, den Dien zu verbreiten. Ja, den Dien zu verbreiten und diese Gesetzgebung als wahrhafte, gerechte Gesetzgebung in die Erde einzupflanzen. Nicht nur das, also ihr kennt meine lieben Geschwister, wir könnten über vieles noch reden. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam verfügte über einen funktionierenden Außengeheimdienst. Ja, CIA, wenn man so will. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hatte in Mekka einen Außengeheimdienst. Abbas, der Onkel des Propheten, hat über jeden Schritt der Mekkaner den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam informiert. In den anderen arabischen Stämmen hatte er Männer, die ihm darüber Bescheid gegeben haben, wenn sie sich vorbereitet haben zum Angriff. Blitzkriege. Blitzkriege sind etwas, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam getan hat. Wenn sich ein Stamm zum Angriff vorbereitete, über Nacht war der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mit seiner Armee da und hat sie überrannt. Das sind in den Sira-Büchern ganz klar zu lesen, Brüder. Das sind nicht irgendwie geheime Informationen, die ich hier ausplaudere. Sind offene Sachen in den Biografien des Propheten. Also, es gibt hier noch sehr, sehr vieles zu sagen. Ihr erkennt, meine lieben Geschwister, welche Politik der Prophet innerhalb von 23 und insbesondere innerhalb von 10 Jahren als Staatsoberhaupt geführt hat. Und nur so war es möglich, den Islam in die Situation zu bringen. Und jetzt versteht man auch, und jetzt kann man auch durchaus sagen, Michael Hart hatte recht, dass der Prophet auch nach den Maßstäben der Nichtmuslime die einflussreichste Person war in der gesamten Weltgeschichte. In der gesamten Weltgeschichte. Da kommt ihm keiner auch nur ansatzweise gleich. Ob es Alexander der Große ist, Genghis Khan ist, Karl Marx ist, Newton ist, Leute sind, die wirklich in der Weltgeschichte einen Einfluss hinterlassen haben, kommen nicht mal ansatzweise an Muhammad heran.
Und das sage ich als, das Besondere daran ist, nach den Maßstäben auch der Nicht-Muslime. Das ist hier ausschlaggebend. Nach den Muslimen und nach islamischen Maßstäben sowieso. Der beste aller Propheten, An-Nabiul Khatibin, der letzte aller Propheten, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, testimonial.